Jo, hi zurück zu Metro. Wir sind das letzte Mal mit der Dresini angekommen. Irgendeiner wollte eine Gitarre haben. Bären haben wir abgegeben. Ja, gucken wir mal. Daddy will was von uns. Hallo, Artyom. Nice, was hast du da? Okay, hier können wir ein bisschen was basteln. Müsste eigentlich auch möglich sein. Wir haben eigentlich relativ viel eingesammelt, ne? Schon pleite? Na. Das ist nicht gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen reinigen. Okay, so viel zum Thema Reinigen. Ist besser. Okay. Schaden. Diese Pistole, ich will keine Pistole, Mann. Okay, mal abgesehen davon, dass ich die doof finde. Ja, so, ich kann nichts reinigen, ne? Ist irgendwie ein bisschen blöde. Was ist denn mit nur so ein bisschen? Ne, geht nicht. Ach so, ne, und Moon und sowas ist auch alles weg, ne? Warte mal. Ja, habe ich nicht geguckt. Geht dann halt auch nicht, glaube ich. Boah, das muss ich mal alles zerlegen, das brauche ich erst nicht. Und richtig bitter finde ich, dass ich eigentlich keine Schrotflinte habe. Also nicht eigentlich, ich habe keine. Mann. Oh, da kann man. 120, Junge. So, das kann ich nicht, doch, oder? Nee, kann ich nicht. Molly? Auch nicht. Ich brauche Chemikalien. Okay, was haben wir hier? Das haben wir alles. Da geht auch nichts mehr. Okay. Na gut, wir wollten uns eigentlich auch nicht so dolle aufhalten jetzt hier mit. Ja, wir wollen mit ihm hier eigentlich quatschen. Wo Du ist er bist denn? wieder Hier. zurück. Ja. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff. Und dann bringst du es mit Duke und Kress zur Brücke. Während Kress die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann Okay, dich dann und bete Duke mal. nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Tja, mal gucken, ob wir es hinkriegen, ne? Was ist eigentlich hier so? Kann ich hier mal fahren? Darf ich mal fahren, Opi? Aha. Wo ist Mom eigentlich? Naja, komm, ich will hier runter. Komm schön hier runter. Ah. Muss wirklich bei ihm vorbei oder was? Naja. Es ist wie es ist. Du brauchst eine Pause? In Ordnung, aber nicht zu lange. Du wirst am Hafen gebraucht. Alter, halt die Fresse, Mann. Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe die Willkommen ganze Zeit zurück. Ah, gefightet. ja. Ja, alles klar. Geh mal hier Offenbar raus. habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Naja, so richtig unnötig nicht. Und? So, wo ist denn Bist du mein bereit Kumpel? für den letzten Vorstoß?
Danke sehr. Viel Glück. Vielen Dank. Und danke nochmal. Am Hafen, das ist ja eigentlich hier unten. Artyom, das Team hat den Umweg zum Hafen genommen. Aber du kannst schneller dorthin. Ja. Dein Boot. Du könntest doch die Seilrutsche vom Banditenturm ausnehmen. Also Artyom, Hals und Beinbruch. Vom Banditenturm, das wäre natürlich nice, am weil... Hafen und auf der Brücke. Sind noch ein paar Fragezeichen, ne? Oh, was machen wir ja? Rüberlaufen ist nicht. Müssen dann schon da hinten rüber, ne? Also das heißt, wir gehen da hinten rüber und laufen dann schräg rüber. So würde ich sagen, oder? Ach, immer das Geknacke. Ah, Geigerzähler-Man. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Befehle? Ja, was ist denn hier los? Okay, das Viech will ich nicht. Alter, wie komme ich da rüber? Oh, das war jetzt blöd, ne? Hier lang. Oder? Geh mal hier rauf wieder. Habt ihr hier eigentlich was im Angebot? Das wäre auch zu schön gewesen. Naja. Nicht, dass ich hier schon mal geguckt hätte. So, jetzt lass mal gucken. Hier geht es auch eigentlich rüber, ne? Das heißt, wir gehen da unten lang und dann darüber und dann müsste das ja eigentlich schon fast funktionieren. Da ist ein Boot. Mit dem Boot könnt ihr rüberfahren. Oh, nicht ins Wasser. Junge. Ist doch nicht gesund. Genau. So, wir wollen fahren. Eigentlich nur rüberschippern, ne? Kommt ja keiner. Das sieht erstmal gut aus. Nee, nee, nee. Ach so, so viel zum Thema, sieht gut aus. Okay. Ich gehe trotzdem mal rüber. Ach so, man ist dann, ich dachte immer, es wäre Eis. Das ist aber nicht. Und da ist noch so ein ekeliger... Ach, scheiße. Ah, okay. So, das ist der böse Turm da oben, oder was? Ne, der Turm war ja ganz woanders. Ach, scheiße. Ups. Trotzdem hier mal raufgehen, ne? Weil wir sind ja hier blöd reingefallen. Artyom, ich sehe dich. Komm hier hoch auf den Kran. Das ist der Dings, das ist der da und der Kran ist da hinten. Ja, und? Muss ich hinlaufen? Meinetwegen. Ach komm. Es ging ja mal relativ einfach, wenn man hier durchging, ne? Und sich nicht erwischen lässt. So, jetzt ist hier wieder so Blitze, oder was? Nee, keine Blitze. Lass mal durchlaufen zum Kran. Oh, wer bist du? Hör mal, du solltest dich da oben bis zum Anbruch der Nacht ausruhen. Ich warte hier unten auf dich. Da oben? Nein, 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 ich soll zum Kran kommen. Idiot. Einsatzbereit. Ich habe jeden einzelnen Ampir im Auge.
hat das Untergeschoss ausgespäht. Hier sind nur zwei und sie sind gerade mit einer Reparatur beschäftigt. Könnte eine optimale Stelle sein, um unbemerkt hineinzugelangen. Gut, Atjom, wir sind alle bereit. Aus der Kirche bist du auch unauffällig herausgekommen, also mach das hier genauso. Tja, es macht keinen Spaß, Amateursoldaten wie die hier zu verbümmeln. Genug geredet. Also gut, Atjom, du hast die Leitung, du gibst die Kommandos. Vielleicht sollten wir bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Dann könnte es einfacher sein. Vielleicht schlafen ein paar der Wachen ein. In der Zwischenzeit könntest du dich hier in der Kabine ausruhen. Feuer frei! Er wurde entdeckt! Bleib hier. So, wo sind die denn, die Vögel? Was ist das? Oh, Friendly Fire. Ich habe ihn unter Beschuss. Einer weniger. Na komm. Na komm, wollen wir weitergehen oder? Wo ist der denn? Na, ich sehe den von hier nicht. Ah, da. Da ist einer von uns. Feindkontakt, alles klar. Wow. Oh, shit. Ich sehe den nicht. Ich sehe den einfach nicht. Okay, es scheint wir irgendwo da drüben zu sein. Alter, wo ist er denn? Kannst du sagen? Ach, hier irgendwo. Wo schießt du hin, Mann? Thank you.
Wo sind die Vögelchen denn? Hier ist niemand mehr. Die Kerne sind klar. Zeit, die Brücke des Schleppschiffs zu erobern. Ja. Das Schleppschiff, wo ist es denn? Das da? Ist da überhaupt noch einer? Ist doch niemand mehr. Ich würde mal sagen, das hier ist das Schleppschiff, oder nicht? Hallo? Jemand zu Hause? Nicht schießen! Nicht schießen! Ich kann bezahlen! Die Waren! Nehmt sie euch! Ihr könnt die Waren haben! Ruhig bleiben! Wir sind's! Okay. Gute Arbeit, Artyom! Artyom, unseren Leuten geht es allen gut! Das hast du gut gemacht! Schade, dass wir das nicht unauffällig haben. Doch, haben wir das sehr unauffällig hinbekommen. Zu spät falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. So, und was ist mit der Ware? Gut Acht. Ja, das können wir brauchen. Günstige Wind. Hurra! Alle an ihre Station. Licht in den Anker. Da geht's schon mal nicht lang. Lichtet den Anker. Wie sieht's aus hier? Kurbeln? Keiner Bock auf lichtet den Anker, aber wir fahren schon mit Anker. Na gut. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Mhm. Alter, was hast du für eine Schippers mit so? Ich lenke jetzt die Wachen ab. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Wer zuerst Nein, da ist, hat gewonnen. Nein. Hals und Beinbruch. Drei. Mhm. Warte mal. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, es war doch noch so cool. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Erledigt kann tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Aber wohl, dass ihnen nichts passiert, wenn sie sich ergeben. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, die nur zufällig dort waren. Ist wohl doch nicht so ganz unmenschlich, dieser Ketzer. Warte nur, du verdammter Ketzer! Fisch, rette und beschütze uns! Ich seh den Abschluss!
abschauen. Nein, 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 nein. Wir müssen den Ketzer suchen, Brüder. Sonst entkommt er noch. Du Satansbrut. Ich steige lieber in Deckung. Wow. Schon gut. Hab noch etwas Spaß, bevor dein Ende kommt, Ungläubiger. Oh, vorbei. Okay, ich muss immer raus hier. Jo, Junge. Alter, da sitzt bestimmt noch einer auf Toilette. Nicht so übersichtlich hier. Wo denn, wo denn? Okay, er kommt hier durch, oder? Schauen wir mal, wo ist er denn? Lieber Himmel, ich gehe besser in Deckung. Der Ketzer ist hier. Falsch. Nein, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Okay, muss ich rüber, oder was? Oh. Kein Grund zur Sorge. Fisch beschützt mich. Ein armseliger Ketzer kann gegen den Fisch nicht sauber. Munition! Gib mir Deckung, Brüder! Alter. Ich sehe mal gar nichts. Wo bist du denn? Wo ist eigentlich mein Kumpel? Ich kann nichts machen, du bist viel stärker, Ketzer! Ja, ich weiß noch nicht mal, wo du bist, mein Freund. Bleib mal locker. Okay. Warum geht es nicht auf? Hier weinen schon wieder Leute, das mag ich nicht. Ja, es ist doch alles easy. Da kommen wir auch nicht durch. Dann schleichen wir uns mal durch. Ja, ich höre. Ich hole mir die Angel und dann ist alles gut. Ruhig jetzt! Siehst du? Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Ich lebe
So, machen wir das Ding auf. Ich weiß nicht, warum die immer weinen hier. Muss man die irgendwie befreien können. So, wo ist mein Kumpel? Ich raff's nicht. Okay, alles gut. Tja, so, wir haben jetzt schon fast alles hier abgesucht. Alter, was machen die hier? Ist alles nicht gut. Okay, so, wir sind einmal durch. Zack, weg ist er. Denn hier leben nee, ich wollte es eigentlich, genau. Das war der Herr in seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte. Oh, komm. Einen des Namens, Silanthius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein. Kaputt. Oh, kann ich da irgendwie... Und satanische Technologie ablehnen. Wir lehnen ab. Okay, nice. Und darüber hinaus lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische. Krieg das Ding auf, ne? Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Ziel und Tadel erheben. Okay, meine Güte, regnet das hier. Das ist ja toll. Mit einer Dose weggeballert, den Kollegen. Oh, ich habe auch gar kein Messer. Alles klar. Also sie werden garantiert nicht vorbei, oder? Hier raus kann man auch nicht. Weil schon mal Alarm ist, kann ich ja dahin die Tür aufschießen, oder? Komm, mach einfach die Tür auf. Ist doch nicht so schwer. So, was ist das Problem? Hier irgendwo stehen. Komm schon. Na, in einer wirklichen Action-Situation wäre es blöd. Okay, sie ist auf. Finally it's open. Oh.
kann man es abschalten. Oh, okay. Wo sind die Typen? Alter, lauf! Wo sind die Typen, Mann? Drei Stück oder wie waren das, ne? Oh, das Bimmeln geht mir langsam auf den Zeiger. Er ergibt sich, okay. Er ergibt sich, okay. Na komm. Wo kann man das Ding ausschalten? Hier? Bitte. Geht wohl nicht. So, der ergibt sich auch. Das ist natürlich gut. So, jetzt bin ich jetzt hier die ganze Zeit, sorry. So, was hatte der? Gar nichts. Wir wollen natürlich weiter rauf, ne? Das wird klar. Hier hätte ich auch noch durchkommen können. Ah, okay. So geht das nicht auf, ne? Sein können. Doch, Moment. Oder war noch ein Kreuz? Ja, war noch ein Kreuz. Okay. Und hier ist auch zu. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich.
Verdammt, bist du schnell, Artyom. Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet, Famer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt! Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen! Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll! Haltet nicht an, sonst könnte die Brücke einstürzen! Ihr müsst jetzt sprengen! Oh, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, die unser Fahrer nicht anhalten. Wiederholt, nicht anhalten! Artyom, Alter. Lass uns springen! Okay. Ja, das haben wir gut gemacht, was? Ja, ich würde mal sagen, ducken, Junge. Sonst Beule so groß wie ein Haus. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören, wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann? In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war. Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen. Okay, cool. Haben wir geschafft. Mehr beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.